Ah, geht das so? Nö, ach egal. So. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht weiter eine Stunde mit. Wir haben uns wieder mal ein Spiel geschnappt. Das heißt, ich habe mir eigentlich ein Spiel geschnappt, auf das ich persönlich wirklich schon seit einiger Zeit sehr, sehr großen Bock habe. Also als es angekündigt wurde, war ich fast enthusiastisch vor Freude, als ich dann die ersten Szenen davon gesehen habe. Ich glaube, das war ja im Sommer auf der Gamescom. Haben wir ein bisschen was von dem Titel, den wir gleich spielen werden, gesehen und da war ich, ja, ich möchte sagen, ernüchtert. Ich glaube, ich habe dieses besagte Spiel auch, glaube ich, in meine Flop 3 genommen, weil mir das, was ich da gesehen habe, hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen, aber möglicherweise muss ich mein Urteil revidieren und was uns hier erwartet, ist doch ein absoluter Superknaller. Es ist nämlich dieses Spiel hier. Oh, The Darkness, Jackie. The Darkness 2. Übrigens, wollte ich mal kurz erwähnen, der Grund, dass ich wieder mal die Xbox-Version hier spiele, ist nicht, dass ich auf die PS3-Version keinen Bock habe. Eigentlich wollte ich sogar die PS3-Version spielen. Lief dann hier rum, wie so ein angeschossener Eber auf der Suche nach der Redaktions-PS3. Habe wirklich jeden gefragt. Ich dachte, Simon und Nils hätten die nach ihrer Uncharted-Session irgendwo in den Schrank gesperrt, damit auch ja keiner rankommt. Und dann ist mir siedenheiß eingefallen, mein guter Kollege Chris hat die PS3 bei sich zu Hause. Einfach mitgenommen aus der Redaktion, weil er bei sich zu Hause Uncharted spielen wollte. So, tja. Also wenn ihr euch aufregen wollt, ey, Mann, verdammt nochmal, Wolf, schon wieder spielt ihr immer nur diese scheiß Xbox. Warum nicht mal dasselbe Spiel auf der PS3? Chris@gameone.de, er kann euch dann im Detail erläutern, warum. Und wir spielen deswegen, wie gesagt, diese Version hier ist für die Xbox. Das ist jetzt die Limited Edition, hat eigentlich hier so einen ganz schicken Cover-Entwurf. Ich weiß gar nicht genau, was da drin ist. Kann ich vielleicht kurz mal sagen, falls der eine oder andere da am Kauf interessiert ist. Enthält Bonusinhalte, exklusive Charakterfähigkeiten, Gourmetherzen und Reliktjäger, Crazy Abdul Darkling Outfit, exklusives Artwork von Mark Silvestri und kostenloser Download der digitalen The Darkness Origins Comics Volume 1 und 2. Ja, muss man sich jetzt überlegen, ob einem da der Mehrpreis das wert ist, was man dafür bekommt oder eben auch nicht, oder ob sie die normale Edition tut. Wie gesagt, das ist jetzt rein zufällig die Limited Edition, macht aber glaube ich nichts, weil bei der ersten Stunde, wir laden uns ja auch nichts Besonderes runter, wir spielen eigentlich das reguläre Spiel. Ich glaube, ich muss noch ein paar Worte zu Darkness sagen. Also der erste Teil, ich erinnere mich zu seligen Zeiten, damals war es noch, es müsste eigentlich so ein Waber-Effekt kommen, da habe ich. Als ich noch in der TV-Crew mitgearbeitet habe, habe sogar den TV-Beitrag für The Darkness Teil 1 gemacht. Das war ganz, ganz schön. Ich erinnere mich, der Beitrag war irgendwie 6 Minuten lang. Das war die Zeit, da konnte man sich nochmal richtig Zeit für ein gutes Spiel nehmen. Ich glaube, er lief so, weiß nicht, 5, 5,5, 6 Minuten, vielleicht sogar 6,5 Minuten. Und vor allem, was mir besonders gut gefallen hat, ich konnte für den Schnitt meine eigene Musik raussuchen und da konnten wir noch richtige Musik nehmen, sage ich mal. Deswegen habe ich dann Tracks rausgesucht von Nine Inch Nails von The Cure aus dem The Crow Soundtrack und Marilyn Manson. Und ich wage zu behaupten, ich habe da echt ein ganz schönes Video hingekriegt. Wollte ich jetzt nur mal einwerfen, das muss ich immer dran denken, wenn ich an The Darkness denke, wird mir immer ein wenig warm und wohlig ums Herz. Auf jeden Fall The Darkness 1, ja, vor ein paar Jahren rausgekommen, ist jetzt nicht so der ganz große Hit geworden. Ich würde aber sagen, ein bisschen zu Unrecht. Also, es war jetzt auch nicht so der ganz große Hit, aber es wird immer ein bisschen übersehen. Also, wenn man an gute, knackige, krachige Actionspiele aus den letzten Jahren für Erwachsene natürlich denkt, also insbesondere aus der Ego-Sicht, Ego-Shooter, dann kommt man nicht unbedingt auf The Darkness. Und ich finde aber, wer davon noch nichts gehört hat, sollte sich den ersten Teil zumindest mal genauer angucken, denn er hatte echt ein paar, ja, sehr, 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 sehr geile Elemente. Also er war wirklich schon sehr düster, sehr, sehr erwachsen, sehr dunkel natürlich. Der Titel legt es ja auch schon nahe, The Darkness. Und ja, man spielte halt, wir werden es vermutlich auch gleich irgendwie noch, ich denke mal, es wird in Teil 2 so ein Story-Recap geben, deswegen brauche ich da gar nicht groß drauf eingehen. Man spielte einen jungen Mafioso, Jackie Estacado, der seinem 21. Geburtstag quasi die Darkness, die dunklen Kräfte in sich aufgenommen hat, gegen seinen Willen, die aber mehr ihn kontrollieren als er sie. Also er hat sie nicht so ganz unter Kontrolle und ich erinnere mich, dass das Finale von Darkness, da ging es richtig ab. Also so im letzten Drittel, wenn wirklich die absolute Hölle losbricht und man diese Kräfte, die man halt gar nicht mehr kontrollieren kann und um einen rum wirklich nur geballert und gestorben und geschossen wird, das ging gut nach vorne. Gefallen hat mir auch, ja, das ganze Flair. Also man musste irgendwie mit der U-Bahn von einem Stadtteil in New York, was glaube ich, zum anderen fahren. Das war ein bisschen hakelig, ein bisschen fummelig, weil man nicht mal ganz genau wusste, wo man jetzt hin musste. Aber das Flair kam wirklich sehr, 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 sehr cool rüber. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, sind A, die Levels im Ersten Weltkrieg. Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, wie zur Hölle passt der Erste Weltkrieg da rein? Der Erste Weltkrieg oder eine Version des Ersten Weltkriegs ist in The Darkness quasi die Hölle. Also man kommt auch
in die Hölle im Laufe des Spiels. Ich will jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt spoilen, warum, wenn es der eine oder andere spielen will, aber man ist irgendwann auch in der Hölle und die sieht halt so aus wie eine verzerrte Version vom Ersten Weltkrieg. Also man kämpft sich da so durch, naja, durch so Schützengräben und es ist alles sehr, sehr, sehr bizarr, sehr unwirtlich, so ein bisschen Silent Hill-mäßig. Also es hat mir echt ganz gut gefallen. Also The Darkness, irgendwie, ich laber lang, ich wollte nur sagen, The Darkness ist irgendwie echt ein sehr, sehr schönes Spiel, ist mir immer so ein bisschen im Kopf hängen geblieben. Also hat mich aus diversen Gründen echt sehr beeindruckt. Und der zweite Teil soll jetzt auf den Vorschusslorbeeren vom ersten aufbauen, soll noch ein bisschen storylastiger werden. Aber ich befürchte auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen actionbetonter, ein bisschen schneller, ein bisschen fetziger und damit vielleicht auch ein bisschen plump-dover. Weiß ich nicht, gucken wir mal rein. Ich will mir noch kein Urteil erlauben. Laber ja auch erst 6 Minuten. Von daher ist es vielleicht mal Zeit, dass wir jetzt doch mal ins Spiel springen. Ich starte mal, oder nee, hier läuft nämlich gerade was ab, das wäre fast ein bisschen vorweggenommen. Nein, jetzt sind wir im Titelbildschirm und wir sind im Spiel in 3, 2, 1. Jetzt, hier läuft The Darkness. Starttaste drücken wir alles. Festplatte haben wir auch noch ein bisschen. Ja, das sieht gut aus. Fortsetzen, neues Spiel. Ich weiß nicht, ob hier jemand schon dran war. Fortsetzen kommt aber so oder so auf keinen Fall in Frage. Natürlich beginnen wir ein neues Spiel. Alle zuvor gespeicherten Daten der Einzelspielerkampagne werden gelöscht. Wirklich fortfahren. Ei. Ja, ach, komm, sicherlich. Schwierigkeitsgrad, Schläger, Gangster, Auftragskiller, Don. Nö, nehmen wir mal wie immer das langweilige Mittel. So, passt ja die Helligkeit so an, dass wir den Finsterling... Ach so, das ist ja lustig. Man muss unten hingucken, dass man diesen kleinen Finsterling sieht und nicht oben auf das Bild, wo man zuerst hinschauen würde. Also ich zumindest. Ich mache es ein bisschen heller als normal, weil der Bildschirm relativ dunkel eingestellt ist. So nämlich. Ja, das ist doch schön. Für alle jetzt mal bisher bei The Darkness ein Story-Recap, vermute ich mal. Zur kleinen Auffrischung. Und wer noch nicht von Anfang an dabei war, kommt jetzt voll ins Bild. Viel Spaß dabei. Okay, ihr wisst ja, wie es anfing. Am Anfang war das nichts. Leere, nicht bis auf völlige Dunkelheit. Und so hat's die Finsternis gewollt. Erst als Gott meinte, es werde Licht, wurde es hässlich. Erst war es harmlos. Ein Planet hier, eine Sonne da und so. Als nächstes waren da Menschen und Kühe und Zeugs. Jede Menge, überall. Natürlich, klar, die Finsternis war angepisst. Von damals an zog die Finsternis durch die Welt, in einem menschlichen Träger nach dem anderen. Jeder von ihnen dachte, er wäre ihr Meister. Aber du besitzt die Finsternis nicht. Die Finsternis besitzt dich. Vorwärts zu einem Jackie Estacano. Der Standardtyp. Null Familie, null Hoffnung, null Zukunft. Er war am Ende genau da, wo man es erwartet und ballerte Leute für die Franchetti-Familie um. Das Leben war insgesamt ziemlich düster für Jackie. Dann kam sein 21. Geburtstag und alles wurde noch düsterer. Man mag glauben, ein paar Superkräfte wären ganz cool für Jackie. Naja, bei seinem Beruf als Killer und so. Und wäre da nicht dieser Dämon in ihm, käme das hin. Denn die Finsternis machte Jackie nicht nur stärker, sie machte aus ihm einen Gott. Aber nur, wenn das Licht aus war. In 0, nichts war die Mafia hinter Jackie her, wollte seinen Tod. Einfach so, die New York City Mafia gegen Jackie und die Finsternis. Doch so düster es auch war für Jackie, es gab noch Licht in seinem Leben. Und ihr Name war Jenny. Diese Kids, die waren lange zusammen. Ich denke nicht, dass jemand widersprechen würde, dass sie zusammengehörten. Und das ist wohl die Tragödie daran. Die Mafia war noch hinter Jackie her. Sie wussten, der schnellste Weg, ihn zu kriegen, wäre, ihm den Sinn des Lebens zu nehmen. Jenny zu töten, war so ziemlich das Dümmste, was die Mafia tun konnte. Damit hatte Jackie nicht nur nichts mehr, wofür er lebte, er hatte nichts mehr zu verlieren. Und die Finsternis? Jackie konnte sie viele Jahre lang unterdrücken, aber so sehr er es auch versucht, niemand kann die Nacht verhindern. Wenn er dieses Ding in sich nicht bald kontrollieren kann, wird bald nichts mehr von ihm übrig sein. Dann wird Jackie nur noch eine leere Hülle sein. Und das ist es, was die Finsternis will. Ja, ihr habt es gesehen. Da wurde ganz kurz und knackig die Story von Teil 1 zusammengefasst. Und jetzt kann ich auch drüber reden. Ihr habt es ja gerade von diesem durchgedrehten Typen gehört. Der Tod von Jenny. In Darkness 1 war das echt ein krasser Moment, der mich wirklich...
Ja, fast ein bisschen schockiert hat. Also man hat so wirklich natürlich in Spielgrafik und nicht wie hier in so einer... Kurz bevor mein Vater starb, ja, gleich, sagte er mir, Jackie, vor dem Schicksal kannst du nicht fliehen. Aber versuchen musst du es verdammt nochmal. Da war etwas in mir. Etwas Schreckliches. Und es wollte raus. Als es raus war, musste ich zusehen, wie der einzigen Person, die mir je wichtig war, der Schädel weggepustet wurde. Dann gab es mir die Macht, die Dinge gerade zu rücken. Zeug, das man sonst nur aus Albträumen kennt. Das Töten machte es nur stärker, schwerer zu kontrollieren. Doch am Ende konnte ich es begraben. Aber seitdem sucht es nach einem Weg hinaus. Es nennt sich selbst die Finsternis. Jackie, schön dich zu sehen. Komm rein. Hi, Vinny. Wie geht's der Familie? Welcher? Ihr merkt es natürlich nicht, dass der Hybrid mit Schäden. Sieh mal die Hupen von den Brünetten rechts von dir an. Hupen von der Brünetten rechts, wo, oder? Nein, was? Nein, das andere rechts. Spacko. Das ist links von ihm, Schwachkopf. Hey Jackie, guck mal, sie haben ein Bild von deinem Dad aufgehängt. War ein guter Mann, dein Vater. Guter Mann. Hey Mann, hör auf, dich hängen zu lassen. Komm schon, Boss, sie haben dir deinen Tisch fertig gemacht. Man merkt's, wir sind hüfttief in der Mafia. Eindeutig. Die Zwillinge warten schon. Großartig. Hey Enrico, ich hab dir die Karten für das Spiel besorgt. Geht auf mich, mach's gut. Frankie, alles klar? Mr. Galvani, schön, dass Sie wieder in der Stadt sind. Spontan finde ich den Stil echt ziemlich geil, muss ich zugeben. Ich finde, das sieht sehr, sehr cool aus. Nicht schlecht. Doch, das hat genau den richtigen Story-Touch, den ich echt sehr, sehr gelungen finde. Ich finde, das spontan für mich passt das hervorragend. Es ist nicht zu comichaft, es ist nicht so Cell-Shading-mäßig. Aber auch nicht so ultra-realistisch wie der erste Teil. Bon Appetit. Ja, da sind die Zwillinge. Hi, Jackie. Erinnerst du dich an uns aus dem Candy Club? Na? Was ist? Na klar tut er das. Vertraut mir. Ich wünschte, ich würde. Holy shit. Boah, Alter. Okay. Alles klar. Das ist nicht mein Einstieg. Was war denn das? Ja, willkommen bei der Dark Souls 2, sag ich mal. Kein Spiel für die ganze Familie. Alter. Seht euch sein Bein! Was macht ihr? Jungs, geht vor. Ich bring Jackie hinten rum raus. Jackie, hör mir zu. Ich bring dich hinten rum raus. Nimm du das hier. Halt uns diese Kerle vom Hals. Vinny, ich werde diese Schweine anzacken. Okay, ja, halt wie. Ah. Ah ja, die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ihr werdet es euch wahrscheinlich auch schon denken, ihr seid ja nicht doof, ist die Darkness, also die Finsternis, diese dämonische Kraft, die kann auch sprechen. Also, die, ja, die kommuniziert quasi mit dem jeweiligen Träger und jetzt gerade bin ich das eben. Und das Coole ist, dass im Original die Darkness sowohl in Teil 1 als auch jetzt wieder in Teil 2 von Mike Patton gesprochen wird, dem Sänger von Faith No More. Und ich kann mich erinnern, in Teil 1 war das wirklich, wirklich geil. Der hat das echt gut gemacht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die deutschen Sprecher da mithalten können. Das war, boah, das war wirklich schon absolut hochklassig. Jackie. Der hat wirklich das genau den richtigen Wahnsinn da reingebracht, den man da braucht. Aber naja, schauen wir erstmal. Na? Wir spielen übrigens natürlich die deutsche USK-Version, die ein wenig entschärft ist. Aber wenn man das hier so sieht, ist das immer noch recht harter Tobak hier. Also, ja, hier, sowas. Boah, auch das zerschossene Bein da, ey. Oh, gib mir eine Minute, Jackie. Ich habe ewig nicht trainiert. Ja, das übliche natürlich mit LT ziele ich und mit dem rechten Trigger drücke ich ab. Da braucht man kein Tutorial für, wer einmal ein, zwei Actionspiele gespielt hat, der hat das, glaube ich, intus sein Leben lang.
Wir können fliehen, aber du musst beide Knarre nehmen, damit ich dich stützen kann. Ja, ist gut. Okay, Dual Wielding, alles klar, mit zwei Wummen, Alter. Mit zwei Wummen ballern geht auch. Gefällt mir. Oh, die sind aber echt überall, ey. Ja. Oh, das sieht wirklich fies aus mit den Beinen, dass er auch wirklich so eine Blutspur nach sich zieht. Ja. Schweine! Ich rieche Gas. Ja, dann mal raus, würde ich sagen. So, scheiße. Brenn in der Hölle, ist der Karl. Oh, oh. Ei. Ja, das war's dann wieder bei The Darkness 2. Thanks for playing. Müsste eigentlich jetzt hier vorbei sein. Aber natürlich wird ihn The Darkness wahrscheinlich irgendwie am Leben halten. Das wäre auch. Alles andere wäre ein bisschen bekloppt, ne? Ja, erstmal, ich komme eigentlich gar nicht hinterher mit meinen Eindrücken. Also, Stil gefällt mir sehr gut. Was mir aufgefallen ist als negativ, sind die Haare von Jack Estacado. Die sahen im ersten Teil deutlich besser aus, da hat er so glatte Haare. Und jetzt hat er eine sehr seltsame, so eine aufgepusterte Fünf-Frisur. Nie wieder, du Mistkerl! Ich bin deine Erlösung. Stärker als ein Vater. Provoziert ihn weiter. Habt es noch, was, Flexkerl? Na los, komm hierher. Ich hab was für dich. Das wird nicht gut ausgehen. Gib dich mir hin, Jackie! Okay, alles klar. Seid ihr bereit? Ich lasse die Finsternis los. Endlich kann ich dich. Jawoll. Ja, alles klar, alles klar. Welcome home. Junge. Gebrochenes Rückgrat, der erste. Wow. Okay, das nenne ich mal einen Einstand nach Maas hier. Hoppla. Was? Ach, er. Vinny, was los? Was zum Teufel ist hier los, Vinny? Wer war das? Keine Ahnung, Boss. Nach der Explosion habe ich einen hinkenden Typen gesehen, der von seltsam aussehenden Kerlen begleitet wurde. Niemand, der mir bekannt vorkam. Wo ist dieses Stück Scheiße hin? Sie sind die Gasse runter. Der Rest unserer Leute ist vorne, damit ihr euch auf der Straße treffen könnt. Ich komme nach. Muss erst wieder zu Atem kommen. Mach sie fertig, Jackie. Spontan fällt mir auch auf, das ist ja immer so ein großer, sehr hitzig diskutierter Punkt, die deutsche Lokalisierung, also auch die Sprachausgabe natürlich. Ja, alles klar. Und die scheint mir hier aber echt gelungen zu sein, also ich vermisse so ein bisschen. Okay, warte, Achtung, ich weiß, was passiert, Achtung! Das ist schön alles. Ja, Sprachausgabe. Ich glaube, die ist objektiv gesehen absolut in Ordnung, sehr professionell. Was ich ein bisschen vermisse gerade ist so, also meine ganzen Mafia-Kumpanen, die haben im Original, haben die eigentlich so natürlich so einen italienischen Akzent. Also man hört halt, dass sie italienischen Ursprungs sind eigentlich. Und das vermisse ich hier so ein bisschen. Also das macht aber nicht nur The Darkness falsch. Das fällt mir sehr oft bei Spielen auf, dass sie... Objektiv gesehen ist die Synchro, also die Lokalisierung, echt immer ganz gut. Es sind auch teilweise sehr gute Sprecher. Auch hier die Stimme von Jackie Estacado kennt man und vorhin der Erzähler. Das sind alles sehr, sehr bekannte Stimmen. Hat jeder schon tausendmal im Ohr gehabt. Alter, was ist da los? Klatsch! Aber an solchen Details da hapert's oft. Und hier habe ich das Gefühl auch. Na? Junge. Dämon am Kill plus 20. Alles klar. Kann ich die nicht nehmen hier irgendwie? Warum leuchten die denn so? Ach egal, scheiß auf die Paletten. Aber bislang lässt sich ja das alles ganz gut an. Übrigens die Tentakel, mit denen ich hier zuschlage, da sind sie auch schon. Wie oft steht Jenny? Ich liebe dieses Lied, komm schon. Was zum Teufel? Jenny? Na, hey, ob da mit meiner Psyche nicht Schindluder getrieben wird? Okay, genau, diese Tentakel sind eins der größten Features, damals schon bei Darkness 1 gewesen.
Mit denen, ihr seht ja, kann ich hier in der Gegend rumschlagen, hier zum Beispiel Tentakelkabel zerstören. Ich kann die aber auch echt sehr variabel einsetzen und ich glaube, das werden wir auch noch sehen. An den schleiche ich mich ran. Geil. Okay, jetzt kann ich den Gegner eliminieren. Achtung. Irr. Da sind wir wieder bei dem Punkt gekürzte deutsche Version. Also, die wollen jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich wage mal die Vermutung, dass in der Originalversion, die nicht gekürzt wurde, dass da eigentlich was anderes passiert. Aber das ist auch schon schmerzhaft genug. Also, Puristen werden jetzt sagen, wie schreibe ich die genau so, dass dadurch im Spiel einiges verloren geht an Gore und Splatter. Ist objektiv gesehen wahrscheinlich auch richtig, aber ich finde trotzdem, ja, es ist ja alles andere als zahm. Also ich finde es, komm schon, Junge. Ja, ich glaube, ich muss ihn doch hier bewerfen. Ich finde es wirklich schon echt sehr, sehr ruppig. So, komm, und jetzt greifen. Jawohl. Und nochmal. Zack. Ja, also, ich meine, was soll man heißen, breit drum herum reden, in der UK- oder S-Version ist das alles noch ein bisschen härter. Da werden die wirklich auf mannigfache Art und Weise auseinandergenommen, im wahrsten Sinne. Das passiert jetzt hier nicht, aber ja, wie gesagt, also es ist nicht so unbrutal, sag ich mal so. Okay, also klar, also LB, ihr habt es gesehen, erlaubt es mir, meinen linken Tentakel einzusetzen. Und hier zum Beispiel, das ist das ganz clever, habe ich mir so eine Art Riot Shield selbst gebastelt, indem ich einfach mich hinter der Autotür verstecke und die als Schutzschild missbrauche. Das ist sehr cool. Aber kann ich das dann auch hier machen? Ja, boah, ich hätte fast getroffen. Boah, das will ich nochmal machen. Hier, scheiß aufs Schild. Nur Mädchen nehmen Schutzschilde. Hier, komm her. Ah, ja, geschlitzt. Sehr gut. Und die Punkte... Ich wage schon wieder mal eine freche Prognose. Die Punkte werde ich bestimmt in Skill Trees investieren können. Das war nämlich... Ah ja, genau. Das war nicht ein Punkt, den wir auf der Gamescom in der Presse schon gesehen haben. Und was ihr gerade gesehen habt, wenn das hier passiert, Achtung. Dann sieht man, dass sich die Dunkelheit, die Finsternis in mir überhaupt gar nicht gut mit Licht jeglicher Art verträgt. Also Sonnenlicht ist jetzt hier eh nicht so das Problem, aber halt hier so Straßenlaternen. Wenn ich da reintrete... Tut es mir nicht gut. Dann zieht sich die Darkness zurück und ich verliere, glaube ich, Leben. Ich kann aber das Licht ausschießen und mir so quasi meinen Weg ein bisschen ebnen, dass ich mich da relativ gefahrlos durchkämpfen kann und nirgendwo mit Licht rechnen muss. Mit Explosion haben sie es aber hier auch. Da, ein Darkling. Ich habe mich schon gefragt, wann du wieder auftauchst. Oh, das wird nicht gut ausgehen für den Kollegen. Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Hallo, Äffchen. Verdammt lang her. Küsschen gefällig? Ey, genauso begrüße ich morgens meine Kollegen. Aber danke für die Hilfe. Was riecht hier so? Sag du's mir. Ich komme aus deinem Kopf. Oder hast du das schon vergessen? Komm schon, lass uns spielen. Ein Schachpunkt bei der Lokalisierung, bei der Sprachausgabe fällt mir gerade auf, ist, dass es nicht so leicht Lippensynchron ist. Mikro ist die erste. Also das ist jetzt, ja komm. Zwei Waffen, ja. Das ist jetzt wie auch Meckern auf hohem Niveau. Ich glaube, das ist alles schon sehr, sehr professionell produziert. Aber gerade wenn sich Gegner oder generell Figuren unterhalten, dann sieht man doch schon sehr, dass es eben einfach nicht mehr auf die Lippenbewegung abgestimmt ist. Was ist das? Ah, irgendwo ist hier Licht. Ja, da. Wie, jetzt kann ich nichts erschießen oder was? Lachhaft. Was ist das? Ah, okay, ich habe ein Relikt gefunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was mir das bringt. Werden wahrscheinlich so einsammelbare Gegenstände sein. Collectibles. Nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Was ist das denn?
Ah, okay, Talente kaufen. Alles klar, dann gucken wir nochmal. Das gefällt mir. Mit Essenz der Finsternis, die er durch das Töten von Feinden bekommt, kann Jackie neue, noch mächtigere Kräfte freischalten. Okay, jetzt kann ich das Talent Herzwasser kaufen, ja. Das ist in der Tat, ich muss sagen, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob das wirklich so cool ist. Also, das scheint mir spontan ein bisschen zu, ja, Videospielmäßig zu sein. Also jetzt hat man, wie jedes Spiel muss ein Skilltree haben und eigene Fähigkeiten. Man kann sich aussuchen, will ich lieber, ja, meinen Fokus auf bessere Waffen legen oder... Hier weitere Hinrichtungsarten, was haben wir noch? Dämonenheber, da kann ich einen Gegner in die Luft heben, also wahrscheinlich ein bisschen mehr mit den Tentakeln arbeiten. Oder Schwarm, kostet 1000, drücke B und aktiviere einen dunklen Schwarm. Ja, also eigentlich natürlich schon eine schöne Sache, dass jeder so ein bisschen seinen Spielstil dem Spiel anpassen kann, beziehungsweise andersrum. Aber ja, ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu Klischee-Videospielmäßig arcadig wirkt. Herzverzehren, richtig. Das Ding in Teil 1 auch schon. Cool. Aber ja, gucken wir mal. Ich will mich noch nicht festlegen. Tu mir einen Gefallen und versuch die Kiste da zu öffnen. Haha, die doofen Darklings, ey. Ja. Schon. Ja, also seht die Darklings, natürlich, falls es irgendwem noch nicht ganz klar sein sollte, obwohl der Kleine es gerade sogar gesagt hat, die gehören natürlich zu mir. Die sind logischerweise ein Teil der Darkness. Also eine weitere Variante, wie sich diese Finsternis zeigt. Die manifestiert sich eben in diesen Tentakeln. Ja, lieber würde ich eigentlich hier was werfen. Das finde ich mich gerade ganz gerne. Hier, du da. Nein! Doch, da! Fantastisch! ja, und ihr seht, die helfen mir natürlich. In Teil 1 war es zumindest so, dass ich verschiedene Arten freigespielt habe im Laufe des Spiels von Darklings, die dann jeweils was anderes konnten. Also der eine hatte so eine richtig dicke Wumme und hat mich dann quasi mit halt dieser Knarre unterstützt. Und der andere konnte, glaube ich, wie Stromstöße verteilen. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall hatten die Darklings verschiedene Fähigkeiten. Also musste man so ein klein wenig... ein klein wenig... Taktisch musste man da schon vorgehen, also wann benutze ich welchen Darkling, wann probiere ich lieber so wie hier, einfach ein bisschen zu, aber Junge. Und ich vermute mal, dass es hier im zweiten Teil nicht groß anders angeht, also wahrscheinlich wird es auch noch ein paar weitere Darkling-Arten geben, aber ich fange jetzt halt irgendwie erstmal mit ihm an. Der ist ja auch schon ganz gut dabei, der Kollege, immer schon die Herzen fressen, das gefällt mir übrigens gut. Ich weiß, dass Kollege Hauke, als er das gefühlt hat, meinte er spontan, dass es voll nervig ist, dass man die ganze Zeit diese Herzen auffressen muss. Also man muss sie natürlich nicht fressen, aber es empfiehlt sich wahrlich, das zu tun. Womit er einen Punkt hat, was ich aber ganz angenehm finde, hier, jetzt achtet mal drauf, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht. Also ich muss X gedrückt halten, aber achtet mal drauf, das dauert vielleicht eine halbe Sekunde. Achtung, zack, und schon habe ich es gefressen. Das ist, glaube ich, ein relativ cleverer Schachzug. Also wenn ich jetzt mal eine Sekunde da den Knopf drücken müsste... Dann käme man wirklich sehr schnell aus dem Spielfluss und das wird einen wirklich behindern und aufhalten und das wäre, glaube ich, ziemlich ätzend, glaube ich. Aber so muss ich zugeben, finde ich es jetzt nicht so schlimm, wie auch ich gedacht hätte. Also, ich glaube, damit kann man schon leben. Hier, ich will die auch fällen. Da! Ha! Was auch immer das überhaupt nicht mich aussagt, aber es macht schon Spaß. Na? Boah, ich glaube aber lieber... Lieber nehme ich nur eine Knarre, weil ich... Oh, jetzt komm schon, Junge. Da, der Darkling hilft. Komm, schlag ihn kaputt. Ja, Dual Wielding, also das Benutzen von zwei Waffen gleichzeitig, ist ja schon ganz nett. Man fühlt sich auch so ein bisschen wie so ein kleiner Rambo. Aber eigentlich habe ich lieber mit nur einer Knarre, mit der ich dann ein bisschen besser zielen kann. Also das gefällt mir dann irgendwie auf Dauer doch ein bisschen besser, als wenn ich auch nur süß in die Gegend hinein ballere und hoffe, dass ich irgendwie irgendwas mal treffe. Ah genau, hier sind die U-Bahn-Stationen. Die waren im ersten Teil wirklich ein sehr wichtiger Teil. Oh, schnell durchs Licht. Und ich bin gespannt, ob man jetzt auch im zweiten Teil die ganze Zeit wird hin und her fahren muss. Und wenn ja, hoffe ich, dass sie es ein bisschen besser gemacht haben. Das war nämlich wirklich auf jeden Fall ein Kritikpunkt im ersten Teil, dass man sich nicht wirklich gut orientieren konnte. Also wenn man nicht genau wusste, wo man hin musste als nächstes, konnte man schon echt mal ein bisschen im Kreis rumirren. Und ich hoffe, dass sie es hier besser gemacht haben. Und das Licht bei uns? Fantastisch.
Okay, die Tür kann ich zerstören. Ja, ihr seht, die finsteren Tentakel sind wirklich sehr, sehr hilfreich. Er haut ab, alles klar. Ja. Das sollte einem auch tunlichst. Oder? Das ist ein Ziviles. Nein. Oh, Entschuldigung. Ich sag's doch, das ist ein Ziviles und ich baller voll drauf. Aber ich glaube, man kann die auch nicht töten. Muss aber auch nicht sein. Also, ich finde, das ist wirklich. Da geht im Spiel jetzt nichts verloren. Wenn man unbeteiligte Zivilisten, die eigentlich damit nichts zu tun haben, wenn man die jetzt nicht töten kann. Also. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel des Guten und deswegen glaube ich, ist es auch nicht so schlimm, wenn ich die anballer aus Versehen. Oh, was ist da los? Wer schießt mich an? Oder ist das nicht? Na? Ach ja, ja, ja. Die Fernseher, genau. In Teil 1 gab es einen Fernseher. Man konnte in seiner Wohnung, wenn man da war, mit seiner Freundin zusammen, die jetzt tot ist, Jenny nämlich, konnte man so Fernsehprogramme gucken. Und in der U-Bahn-Station, in Teil 1, gab es auch einen Fernseher. Man konnte den wirklich anmachen. Da liefen so News durch und Videoclips und sowas. Aber der ist jetzt leider aus. Schade. Vielleicht haben die es rausgenommen, das Feature. Das finde ich sehr schade. In Teil 1 war nämlich, und das war richtig geil, da war Nosferatu drin. Der komplette Film, der alte Stummfilm, der Schwarz-Weiß-Film, war komplett in Darkness 1. Ihr musstet euch nur als Jackie vor den Fernseher setzen, so ein bisschen wie bei GTA 4. Und konnte dann den kompletten Film gucken. Das war richtig geil, das habe ich sogar gemacht. Na komm. Ey, es geht wirklich sehr, sehr zur Sache. Also nicht nur was die Brutalität angeht, sondern. Den wollte ich gar nicht treffen. Sondern generell was hier die Frequenz der Shootouts angeht. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt schon mehr Gegner gekillt als im kompletten ersten Teil. Das ist übertrieben, aber. Ja, der Fokus, glaube ich, liegt eindeutig. Diesmal ein bisschen eher auf Action. Ah, noch ein Relikt. Cool. Ja, ich glaube, die Relikte geben, glaube ich, erstmal geben nur mehr Punkte oder halt einfach viele Punkte. Lohnt sich also, sie einzusammeln. Ja, Alter, das nerv ich wieder. Wie viele Gegner vertragen? Der kann nicht nach 3 Kugeln immer noch rumlaufen, als hätte ihn maximal eine Mücke gestochen. So geht's, Junge. Ja. Ich werfe echt gern Gegenstände. Auch wenn ich nicht immer treffe. Na, komm, komm, komm. Da. Scheiße. Ja, wie ich es sagte. Auch wenn ich nicht immer treffe. Ja, komm. Das meine ich. Ah, der verträgt mir zu viel. 5 Treffer sind zu viel für so einen einfachen Typen. Der hat ja nicht mal eine Kevlar-Weste oder so. Der hat ja gar nichts. Klatsch. So. Oh. Jawohl. Aber nur 4 Schuss. Ja, mal gucken, wie weit wir damit kommen, ne? Hier könnte ich. Ja, ich warte erstmal noch. Ich spare noch. Weil ich glaube, jetzt gerade brauche ich vielleicht eh nicht unbedingt, dass ich mir neue Upgrades kaufe. Und ich spare immer ganz gern, weil ich mir dann die wirklich geilen Sachen, die kann ich mir dann schneller kaufen. Wenn man sich halt jeden Schrott kauft, dann kommt man halt, dann dauert es sehr lange, bis man zu den wirklich geilen Sachen am Ende kommt. Denn, ihr wisst ja, ja, ich hätte eigentlich gerne die Defender wieder. Wo war sie denn da? Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. So, wo ist noch einer? Nee. Ja, das Licht lasse ich jetzt mal. Dafür ist mir die Munition auch einfach zu fahrig. Ich bin ja nicht wie ein gewisser Kollege, der hier einfach wahllos in der Gegend rumballert. Und dann gibt es nämlich einen dicken Fight und man hat keine. Boah, man hat keine Muni mehr. Alter. Hast du es gesehen gerade mit der U-Bahn? Ast rein. Na komm. Oh, nein, keine U-Bahn. Nee, kann nicht. Da steht ja schon eine. Ja, auf die große Distanz ist die Waffe vielleicht jetzt nicht die allercleverste. Aber sie macht so Spaß. Oh. So schön um den Lichtkegel herum. Oh, das wird schon wieder aufmachen, mein Gott. Ey, was ist denn jetzt hier los, ey? Wo muss ich hier hin? Ah, scheinbar da. Ah. Oh, nein. Ha, Hilfe, was? Nein. Oh. Mach mich fertig hier. Wow. Ja, der Weg ist ja wohl frei. Also an Action mangelt es wahrlich nicht, möchte ich mal sagen. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu viel Action. Ja, muss man mal sehen.
Aber der erste Eindruck, ich muss zugeben, ich hab's ja gesagt, ich war skeptisch. Aber ich finde es eigentlich alles ganz geil, muss ich sagen. Klingt komisch, ne? Gerade in der Szene, wo ich so einen Typen irgendwie, der sich nicht wehren kann. Ja. Einfach nur schlechtes Timing, denkt euch nichts bei. Ich find's so oder so geil. Ich find's auch geil, wenn ich hier nicht schon 100 Leute umgepustet hätte. Auch dann wär's geil. Bestimmt irgendwie. Aus anderen Gründen. Ja, komm. Warum schaffen wir doch? Mein kleiner Darkhänger. Ach ja, genau, mal wieder. Boah. Ach, ich mag den Darkness. Herzen verzehren. Nein, der liegt hier noch. So. Ja, ich weiß, ich werde angeschossen. Ja, komm. Sehr schön. Ich mag auch die Finsterlinge. Die sind irgendwie so ein bisschen Panne. Also allein was er kleine hier anhat. So ein Union Jack. Man merkt irgendwie, es ist doch eindeutig eine Comic-Vorlage gewesen. Aber ach, ich mag es einfach. Die sind so richtig. Das sind so richtige kleine Assis. Richtige kleine Giftzwerge im wahrsten Sinne. Mir gefällt's. Klatsch! Also man kann schon, wie ich es vorhin gesagt habe, man kann schon relativ variabel spielen. Also ihr seht ja, ich baller hier rum so blöder, aber zwischendurch kann ich auch immer wieder mal mit meinen Armen zuschlagen oder die Gegner betäuben und dann greifen. Also man kann schon halbwegs variabel spielen. Da, Jenny, schon hier. Tanz mit mir, Jackie. Oh nein, Hilfe! Nein, der Wirt darf nicht sterben! Wow. Moment. Oh Gott. Wo zum Henker bin ich? Wenn ich jetzt gleich in der Kirche bin, würde ich sagen, wir sind in Lost. Johnny? Johnny Powell? Was hast du hier verloren? Und wo zum Teufel sind wir? Lass dummes Zeug in deinen Kopf und alles ist durcheinander und seltsam und die Leute denken, du wärst verrückt. Warst du doch nicht. Okay, das war, glaube ich, der Erzähler, der uns am Anfang die Story-Zusammenfassung gegeben hat, ne? Ja, genau, Fat Tony. Hallo. Den kennen wir auch. Tony, was ist passiert? Hast du die Typen gefunden, die uns ermorden wollten? Manchmal erkenne ich den Unterschied zwischen Obst und Gemüse nicht. Mhm. Ach Gott, wo bin ich hier? Ja. Ich muss hier irgendwie raus. Ich mag Trauben. Alles klar, danke schön. Boah, Alter. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen. Ja, aber echt. Ist es jetzt quasi ein Trick gewesen, dass ich glauben soll, ich wäre in der Irrenanstalt? Oder, und das wäre natürlich richtig perfide, wird damit angedeutet, dass in Wahrheit ich wirklich völlig verrückt bin und mir das alles nur einbilde hier und ich einfach nur in der Klapse sitze? Das wäre natürlich eigentlich auch ein ganz geiler Twist. Wir dachten, du wärst tot. Was ist da passiert? Ich habe mich um alles gekümmert. Wie immer. Was ist denn hier los, Tony? Wenn ich das nur wüsste, Boss. Wir müssen hier verschwinden. Du nimmst deine Limo, ich fahr bei Vinny mit. Er hat ein paar Rippen angeknackst, aber ist okay. Das erste Mal, wenn du die Finsternis benutzt, erschreckt sie dich. Aber hast du sie erst gekostet, willst du immer mehr. Du denkst an nichts anderes. Wie gesagt, sie verschlingt dich. Jede Sekunde an jedem Tag in den letzten 2 Jahren habe ich mich kontrolliert. Ich biss die Zähne zusammen und hielt sie begraben. Jetzt ist sie zurück. Ich kann fühlen, was sie mit mir macht. Tja, die Nummer mit den Zwillingen lief wohl nicht ganz wie erhofft. Ja, so kann man es auch alles klar ist, Benny. Hast du eine Ahnung, wer das war? Weiß nicht, ich habe einen merkwürdigen Kerl gesehen. Hat gehumpelt.
Das war irre. Eine Minute ist er da, die nächste ist der Scheißtyp einfach weg. Ich weiß nicht, ich hab mir wohl den Kopf gestoßen oder so. Jimmy hat eine Spur zu den Jungs, die uns überfallen haben. Gut, ich zieh mich um. Diese Arschlöcher haben meinen Anzug ruiniert. Sag Jimmy, er soll in mein Büro kommen. Ja, sicher, was immer du brauchst, Jackie. Okay, alles klar. Jetzt schalten wir mal einen Gang zurück hier, ist ja vielleicht auch mal ganz nett. Wow, das ist hier meine Crib. Hat ein bisschen was von Assassin's Creed, wenn man so sieht hier. Guten Tag. Du kapierst es nicht. Hallo. Auf dem Wasser. Du hast wohl noch einen Anzug ruiniert. Ich werde auch nicht jünger. Ihr labert mich denn da von der Seite an? Was? Seien Sie vorsichtig, Sir. Oh, die beiden hier. Eddie. Frank und Eddie. Guten Abend, die Herren. Jackie, wie geht's dir? Ich bin sauer, Jungs. Wir finden diese Arschlöcher. Jimmy die Traube hat schon was herausgefunden. Wieso weiß der Kerl alles? Er ist eine verdammte Enzyklopädie. Enzyklopädie? Du redest, als hättest du in deinem Leben schon mal ein Buch aufgeschlagen. Dieser Penner. Wenn er nicht mit meiner Schwester verheiratet wäre, würde ich die beiden zur Strafe einander nochmal vorstellen. Du redest scheiße, aber ich weiß, dass du am Sonntag zum Abendessen auftauchst. Hey, Jackie, sag nur ein Wort und wir sind bereit zum Abmarsch. Wir haben alles im Griff, Boss. Vielen Dank, Jungs. Mach die Gläser leer. Das wird eine lange Nacht. Ich muss sagen, mir fällt mir gerade auf, mir gefallen die Gesichter hier extrem gut. Dein Problem ist, dass du nie verliebt warst. Ich muss echt zugeben, ich revidiere meine Kritik, die ich im Vorfeld geäußert habe. Kann man hier auch selbst ein bisschen saufen. Die Figuren sehen echt gut aus. Überhaupt so der ganze Stil, das gefällt mir wirklich gut. Das haben sie hervorragend getroffen, dieses Comichafte. Ah, so sehe ich also aus. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein... ich wollte gerade sagen, wie ein Indianer. Wasserhahn aufdrehen kann er ohne Hände, cool. Sag mal, bin ich bekloppt? Komm, wie klein der ist. Der Wasserhahn geht ihm jetzt ungefähr so bis... Ja. So knapp über Bauchnabel. Also entweder die bauen die Wasserhähne sehr, sehr hoch und haben alles extrem groß, in großer Ausführung, oder Jackie ist sehr, sehr klein. Das ist mir exakt vorhin nie aufgefallen. Ja, okay, ich glaube, man könnte sich wahrscheinlich jetzt hier ein bisschen in Ruhe umgucken und sich mal mit den Begebenheiten vertraut machen. Lass uns auch mal lieber die Ziele anzeigen. Wir wollen ja noch ein bisschen was sehen hier. Denn ich finde es gerade echt ganz funky, muss ich sagen. Und ich würde gerne noch ein bisschen was sehen. Aber man kann sich ja mal umgucken. Okay, das ist hier offenbar mein Schlafzimmer oder ein sonstiges Zimmer. Radio, kann man das Radio auch machen? Ja. Oh. Sage vom Nachrichtenteam von Newswatch 6. Bringt nichts. Ach genau, ich muss schlafen, das da drüben alles da. Das ist auch ganz schön, dass man sich optional hier die Ziele anzeigen lassen kann, aber eben nicht muss. Oh, hier ein Jacuzzi. Wieso? Das ist wieder so eine Sache. Das ist wieder so typisch Videospiel. Warum kann ich Wasserhähne aufdrehen? Also nicht nur, dass es sehr komisch wirkt, finde ich, wenn man das komplett ohne Hände macht. Das finde ich sehr unzeitgemäß. Da hätten wir es einfach weglassen können. Und generell, warum? Also, da habe ich das Gefühl, da sind die Videospieldesigner unter so einem Druck, weil man das in jedem Spiel kann, Wasserhähne aufdrehen. So eine völlig mondäne, absolut irrelevante Handlung, aber man muss sie können. Es bringt dem Spiel nichts, es bringt dem Spieler nichts. Und da frage ich mich echt gerade, ey, warum? Wozu? Konnte man es nicht rauslassen? Und wenn man es doch kann, kann man es nicht ein bisschen schöner inszenieren? Also, ich meine, ich kann mich ja auch nicht auf die Bank setzen. Oder hier drauf. Oder ich kann ja auch nicht dieses Magazin hochheben oder mich ins Bett legen oder so. Warum kann ich Wasserhähne aufdrehen? Was ist es mit diesen fucking Wasserhähnen? Warum sind die auf einmal so wichtig geworden? Warum muss jedes Spiel das erlauben, Wasserhähne aufzudrehen? Ach, egal. Oh ja, hier Jenny. Nee, oh. Ich hab dich heute wieder gesehen. In der Gasse. Unten auf den Gleisen. Ich sehe dich immer noch. Überall. Du quälst dich mit ihrem Andenken, Jackie. Na genau, die kennt man auch aus Teil 1.
Die gute Tante Sarah. Jenny hätte das niemals gewollt. Es macht mir Angst, dass du wie dein Vater Carlo bist. Er konnte auch nicht einfach loslassen. Tante Sarah? Es geht mir gut. Wie oft muss ich es dir sagen? Du bist ein schrecklicher Lügner, Jackie. Manchmal denke ich, ich sehe sie und es ist, als wäre sie noch da. Aber das ist sie nicht, Jackie. Du hast Jenny vor 2 Jahren beerdigt. Ich weiß. Hör zu, Tante Sarah. Danke für deine Fürsorge. Aber mir geht's gut. Ich habe einfach viel um die Ohren. Das ist alles. Na schön. Solltest du jemals den Mut finden, wirklich über alles zu reden, komm in mein Zimmer. Diskutieren wir weiter. Danke, aber das ist alles in Ordnung. Eigentlich würde ich jetzt das gerne ausdiskutieren. Hör auf mich zu löchern, okay? Ah, okay. Würde ich jetzt eigentlich machen, aber ich befürchte so ein bisschen, dass es dann zu einem 10-minütigen Dialog kommt, der ist ja bestimmt wichtig für die Geschichte und so und für die ganze Epik und die Dramaturgie, aber wir wollen auch noch ein bisschen was von Finn sehen. Was geht ab? Du musst jemanden für mich finden. Johnny Powell. Er lebt unten an der Queensboro Bridge. Finde ihn und bring ihn hierher. Johnny Powell? Hey, war das nicht der Typ, der dir mit deinem Mojo geholfen hat? Das war echt schräg. Was ist eigentlich aus dem Kerl geworden? Spielt keine Rolle. Ich brauche ihn zurück. Bring ihn auf einen Besuch vorbei. Und hey, du brauchst nicht nett zu ihm zu sein. Wie du meinst, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um ihn zu holen. Oh, Jimmy wartet in deinem Büro. Er hat Hinweise auf die Kerle, die uns heute Nacht angegriffen haben. Danke, Vinny. Jederzeit, Boss. Ich schicke Eddie und Frank los, um diesen Johnny Powell aufzugabeln. Sag Bescheid, wenn du sonst noch was brauchst. Das war gerade ein sehr schönes Detail. Genau als er gesagt hat, er weiß, welche Kerle uns heute Nacht angegriffen haben, da hat das Pad ganz leicht vibriert. Also ich glaube, dass die Vibration des Pads soll so das Erwachen der Darkness zeigen und dass sie gerade so in mir rumort und bei manchen Stichwörtern so sich kurz zu Wort meldet. Das gefällt mir schon ganz gut. Ah ja, das kennen wir ja nur zu gut. Jackie. Schön, dich in einem Jimmy die Traube. Vinny sagt, du hast Informationen für mich. Die Sache im Restaurant. Ich habe gerade von Emilio Campese gehört, dass jemand unser Lagerhaus am Hafen in Brand gesteckt hat. Und Freddy sagt, dass 2 unserer Jungs vor Ginos Feinkost heute Nacht erschossen worden sind. Jemand plant eine Übernahme. Wer auch immer das getan hat, er ist tot. Hörst du, Jimmy? Oh, jetzt vibriert's ganz doll dran. Geil. Das ist der Jackie Estacado, den ich kenne. Vinny sagte mir, du hättest dein Mojo heute Nacht zurückbekommen. Wurde auch langsam Zeit. Erzähl endlich, was du weißt. Einer der Kellner hat einen der Typen erkannt, die heute Nacht im Restaurant waren. Einen Kerl namens Swifty. Swifty? Hab schon von dem Scheißer gehört. Leitet eine Pokerrunde in einem Billardsalon auf der 73. Bin ihm noch nie begegnet, aber jetzt bin ich eindeutig dazu bereit. Vinny trommelt ein paar der Jungs zusammen. Lass uns wissen, wenn du bereit bist. Klar, Mann. Alles klar, okay. So langsam nehmen wir wieder Fahrt auf hier. Jackie, sag Bescheid, wenn's losgehen kann. Ja, kann losgehen, komm. Hey Jackie, sollen wir diesem Arsch aus Swift einen Besuch abstatten? Dann los. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Richtig so, Boss. Auf geht's. Yeah. Gut, dann mal los. Gehen wir an die Arbeit. Ja, also wirklich, ja, gerade wenn ich mit meinen ganzen Mafia-Buddies hier rede, da vermisse ich echt dieses italienische Flair noch. Willst du was Witziges hören? Als Kind hatte ich eine scheiß Angst vor der Dunkelheit. Ich hatte das Gefühl, da draußen wäre etwas. In den Schatten. Das wartet. Tante Sarah sagte immer, ich sei clever. Sie sagte zu mir, Jackie, entweder kontrollierst du deine Ängste oder sie kontrollieren dich. Und ich wollte sie kontrollieren, glaub mir. Ich hab's versucht. Aber jede Nacht lag ich da, unter der Decke und versuchte mich zu überzeugen, dass das, was da draußen war, nicht existierte. Zum Glück ist der Scheiß vorbei, ha? Huh? Hey Jackie, bist du bereit für deine Show? Schubst mich einfach in die richtige Richtung, Jimmy. Swifty war in dem Restaurant, bevor alles passiert ist. Er führt eine exklusive Pokerrunde in einem Billardsalon um die Ecke. Mir nach.
Ich habe das Gefühl, das wird die letzte Pokerrunde für diese Gentlemen. Wir haben hier nicht viele Freunde. Und diese Kerle da drin bei Swifty, die sind auch nicht gerade freundlich. Gut, meine Stimmung ist nämlich besonders unfreundlich. Sag Vinny, die Jungs sollen alle Ausgänge abriegeln. Keiner verschwindet hier lebendig, bevor ich ein paar Antworten habe. So ist gut, Jackie. Jackie, da bist du ja. Oh, hey, hi, Jackie. Das sind schöne Schuhe. Sind das Pelotis? Hm? Ich hab doch gar keine Füße. Aber echt mal. Ja, alles klar. Ja, ja, ja. Gleich geht's wieder furchtbar ab. Ich bewaffne mich schon mal. Mit einem Mülleimer. Ach komm, jetzt kaufen wir noch mal was. Jetzt kaufen wir doch noch was. Dämonenheber können wir. Bringt mehr Gesundheit beim Fressen von Herzen. Nö, ist das lahm. Greift den Finsterling und wirft ihn auf Gegner. Er kratzt sich fest und reißt sie mit Freude und Stücke. Boah, das kaufen wir. Fantastisch. Habe ich das gekauft? Nein, warum geht das denn nicht? Ich muss es erst kaufen oder was? Ach so. Ja, na gut. Aber jetzt kann ich das kaufen. Komm, wir haben es doch. Alles klar, also jetzt kann ich einen Gegner mit einem Hieb in die Luft schlagen und ich kann den Finsterling auf Gegner werfen. Ich hoffe, dass wir das auch sehr bald machen können. Ey, cool, hört mal. Wie komme ich hier rein? Hallo? Da. Auch kaputt. Yeah. Okay, du das war die falsche Reaktion. Hör auf zu reden und zeig mir, was du drauf hast. Batsch. Ach, da ist ja wirklich einer. Nein, Hilfe. Ey, und ich habe noch gar keine... Oh, was ist mit ihm? Hallo? Nein. Boah, das war gemein. Von vorne ballert mich einer an. Und von hinten werde ich niedergeprügelt mit dem Billard-Cue totgeschlagen. Das macht man aber nicht, Freunde. Ist das schon der erste oder was? Okay, du lausiger Penner. Hör auf zu reden und zeig mir, was du drauf hast. So. Achso, deswegen, ja, natürlich, ich war ja noch gar nicht hin. So. Jetzt ist aber Ruhe hier. Ah, sehr gut. Komm schon. Komm. Verdammt daneben. Ich will den. Ja, komm, komm, komm. Ha! Das wollte ich. Sehr gut, alles klar. Hey, coole Mucke. Na. Achso, hier, ich kann den Finsterling werfen. Was will ich jetzt machen? Wie? Wie kann ich ihn werfen? Komm. Ne, so habe ich ihn gehauen. Ist er jetzt tot? Ich habe ihn eigentlich getötet. Fantastisch. Naja, muss ich es halt selber machen. Wie immer alles. Junge, das war jetzt aber ein bisschen toll dreist. Haut mich etwas vorhin. Geiler Taktiker. Ey, dann gröbst du mein Dackel. Ja, wahrscheinlich. Oh, cool, aus Mann. Ach, schade. Mann, warum kann man mit denen nicht spielen? Oh, wäre das schön. Hier ist so ein Relikt. Alles klar. Ja, ja, überlegt. Ich weiß. Hab da nicht so gern. Nee, ich nehme lieber nur eine Waffe. Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem. Hier geht's nicht raus, okay. Sehr guter Soundtrack hier. Kann ich auch einen anderen Track anmachen? Nö, dann lass ich den halt. Da ist er. Ah. Ja. Schießt mich denn nach er immer noch? So, komm. Ja, so geht's auch. Dann nennt er mich ein Äffchen. Was haben wir hier?
Jawohl, sehr schön. Ja, aber so eine Mikro-Uzi geht immer. Die nehme ich für mich. Oh, hoffentlich finden wir den Typen jetzt noch schnell. Na, fokussieren. Okay. Ja, das haben wir schon gemacht. Das kennen wir ja doch. Sehr schön. Ruhe im Karton. Herz verzehren, immer ganz wichtig. Alles mitnehmen, was es hier so gibt. Ja. Neue Essenz kaufen. Talent. Was haben wir sonst noch? Mal gucken. Schwarm. Drücke B und aktiviere einen dunklen Schwarm, der deine Gegner verpasst. Kommt toll. Boah, das Ding gut. Komm, das will ich machen. Und das kaufe ich auch. Waffenkanalisierung. Aber wollen wir mal gucken. Ah, okay, wenn ich Y drücke, dann lade ich quasi meine Waffe mit der Darkness auf. Scheiße, kann ich jetzt nicht mehr machen. Hätte ich mir lieber aufsparen sollen. Naja. Dann probieren wir das aber gleich mal mit dem... Nö. Oh, mit dem Schwarm, wo ist er? Toll, jetzt ging es gerade nicht, weil ich mitten im Licht stand. Oh ja. Ja. Komm, da! Ha! Sehr schön. Da ist ja noch einer. Weiter. Ja. Ach ja. Aha. Okay. Schiebung! Das ist ja lachhaft. Wie so ein Bugs Bunny Cartoon. Erstmal Licht aus. Jawohl. Ja, können wir uns um den hier? Ich will mal. Da, das ist der Schwarm, den ich gerade getroffen habe. Aha. In der Wolke. Okay. Ja, das ist ja auch ganz nett, ne? Gegner ein bisschen betäuben, damit man sich in Ruhe ein paar um sie kümmern kann. Komm, ich will wenigstens den Typen jetzt hier noch rum. Wir können jetzt hier nicht so aufhören. Und überall Licht, ey. Ja. Komm schon. Oh nein, das hält es nicht alle. Oh Gott. Oh nein. Oh, ich bin gerade mittendrin. Ich finde es gerade richtig geil. Entschuldigung. Ah. Nein, und wir müssen jetzt aufhören. Oh Gott, nein, ich will gar nicht. Oh, ist das ärgerlich. Wer zum Teufel hat dich engagiert? Da ist er doch. Ich habe es ausgenutzt und jetzt bringe ich es zu Ende. Oh Mann. Warum ist denn jetzt das Tape an? Das gibt's doch nicht. Bosskampf, oh nein. Ja, aber vielleicht ist das genau die richtige Situation, um jetzt hier aufzuhören und euch, hallo, und euch diesen Boss nicht zu nehmen. Den müsst ihr dann vielleicht einfach selbst schaffen, wenn ihr spielt. Ich glaube, ich mache jetzt mal Schluss hier. Schade. Schade. Ich war voll drin gerade. Sehr gut. Ja, Freunde, puh. Das war die erste sehr aufregende, sehr brutale, aber wie ich finde, auch sehr überzeugende Stunde in The Darkness 2. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich kann es auch nochmal betonen, mach's auch gerne. Ich bin ein bisschen bekehrt. Ich war ja wirklich skeptisch, ich habe ein bisschen gemeckert, so, ach, dieses bunte, comichafte und dass die ganze Zeit eingeblendet wird, dass man jetzt 30 Erfahrungspunkte bekommen hat und in Skilltrees investieren kann, das fand ich alles ein bisschen zu Videospielmäßig, wie es gerade alle Shooter machen. Jeder Shooter muss halt so eine Level-Up-Option haben, man muss es individualisieren können und ich dachte, das passt in Darkness einfach nicht rein. Ich will da wirklich eine sehr, sehr straff konstruierte und sehr zielstrebig erzählte Geschichte erleben. Und ich dachte wirklich, das ist vielleicht dann zu Kindergarten-Spielplatz-mäßig. Aber, ja, ich weiß nicht. Also die Inszenierung mit dem Stil gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Mir gefällt auch sehr gut, dass man jetzt schon immer wieder quasi auf Jenny hingewiesen wird, die im ersten Teil wirklich eine sehr große Rolle gespielt hat und quasi so sehr viel erst ins Rollen gebracht hat, warum er sich dann komplett der Dunkelheit hingibt. Und ich glaube, wenn die Entwickler das so ein bisschen clever weiter aufziehen, kann das wirklich von der Story her ein sehr, sehr starkes Spiel werden. Also ich kann es wirklich noch nicht beurteilen, wir haben ja gerade erstmal eine Stunde gesehen, aber wie es alles so aufgezogen wird, dass es auch relativ nahtlos an den ersten Teil anknüpft und das Spiel erwartet vom Spieler,
dass man schon versteht, warum das so wichtig ist, dass er immer Jenny sieht und warum sie halt so ein wichtiger Teil in seinem Leben war und jetzt eben halt nichts mehr zu verlieren hat nach ihrem Tod. Das gefällt mir auch sehr gut. Also gameplaymäßig bin ich überzeugt, storytechnisch habe ich sehr hohe Hoffnung und generell kann ich sagen, doch hier, das Dingen, ich glaube, das kann was. Es war ultra brutal, ihr habt es gesehen. Die meisten werden sagen, es war gerade, das ist ja gerade das Geile. Also es geht schon echt gut ab, da muss man sich jetzt ein bisschen drauf einlassen. Aber es passt irgendwie auch zum Spiel. Es ist halt ein erwachsenes Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss man einfach wissen, wenn man The Darkness spielt. Also wenn man sich dann über den zu hohen Gewaltgrad aufregt, geht man, glaube ich, so ein bisschen am Kern der Sache vorbei. Also es ist schon recht splatterig, vielleicht auch ein bisschen überzogen. Aber ich persönlich finde es jetzt nicht so, dass man es wirklich ernst nehmen muss. Also ich finde, das ist eindeutig ein Comicspiel. Also man hat da irgendwie die dunklen Fähigkeiten und das ist ganz klar, dass es nicht versucht, wirklich im besten oder schlechtesten Sinne realistisch zu sein. Also von daher in dem Fall kann ich die Gewalt irgendwie in einem gewissen Rahmen noch nachvollziehen. Finde auch, dass die deutsche Version schon brutal genug ist. Also da geht es schon echt gut ab. Wem das nicht reicht, der greift vielleicht zum Import. Aber auch die deutsche, ich glaube, da fließt der Saft noch literweise, sag ich mal. Ja, ich halte es auch einfach nochmal hoch. Darkness 2 hat mir echt ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das irgendwie vielleicht auch nochmal behandeln hier, wenn ich durch habe. Ich werde es auf jeden Fall privat nochmal weiterzocken und vielleicht gebe ich dann am Ende so ein kleines Fazit, gerade so im Vergleich zum ersten Teil. Ich glaube, das ist echt schon ganz spannend. Zumindest hoffe ich das und interessant. Also, ja, was soll ich sagen? Ich fand es geil. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Ich bin positiv überrascht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nein, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr Vorschlag habt für das nächste eine Stunde, schreibt es auch in die Kommentare. Und wenn ihr eure Oma in Worms grüßen wollt, schreibt es meinetwegen auch in die Kommentare. Aber seid lieb und nett dabei. Immer schön freundlich bleiben. Ansonsten, was habe ich mir denn schon wieder für eine Tolle hier gemacht? Es ist gerade wirklich... Ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ich ein gutes Spiel, glaube ich, gefunden habe, auf das ich mich jetzt auch privat stark einlassen werde. Und verabschiede mich einfach. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt sauber, haltet euch warm und seid nett zu kleinen Tieren.